Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne, hauptsächlich die Referenten und Referentinnen der Fraktionen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, der erste Dank, den schicke ich jetzt mal hoch auf die Tribüne an die Referentinnen und Referenten, dass wir diesen Abschlussbericht zustande bekommen haben. Das ist ganz viel Arbeit gewesen von allen Referenten und ich glaube, ich war immer sehr gut darüber informiert, wie Ihre Zusammenarbeit funktioniert hat. Ein großer Dank auch an die, das haben Sie sich verdient, es war nämlich ganz, ganz viel Arbeit. Einen herzlichen Dank auch an die Kollegen und Kolleginnen, die mit dazu beigetragen haben, dass wir dann schließlich und endlich einen Bericht zustande bekommen haben, der von großer Mehrheit getragen ist. Der Kernauftrag des Ausschusses war aus meiner Sicht, die Hintergründe des Niedergangs der WestLB zu klären oder zu klären, warum diese große Landesbank abgewickelt werden musste und ob es Schuldige dafür benannt werden können. Natürlich ist es aus heutiger Sicht einfacher zu reflektieren, was eventuell falsch gelaufen ist. Aus damaliger Sicht und in der jeweiligen Situation waren viele Entscheidungen auch so nach dem Informationsstand richtig. Die Erkenntnisse möchte ich für uns wie folgt zusammenfassen. Erstens, die Integration der Wohnungsbauförderungsanstalt und die dann in der Folge wegfallende Anstaltslast und Gewährträgerhaftung sind sicherlich ein grundlegender Punkt für den Niedergang der WestLB gewesen. Die Integration an sich war bestimmt die sinnvollere Lösung als eine etwaige Kapitalerhöhung. Ob diese jedoch unbedingt nötig gewesen wäre, um die Geschäftsbankentätigkeit der WestLB zu gewährleisten, steht auf einem anderen Blatt. Manfred Busch, der Vertreter, Frau Scharnbach hat es eben schon erwähnt, hatte schon Anfang der 90er davor gewarnt und gegen die Entwicklung einer internationalen Großbank sich ausgesprochen. Auch das Kapitel der Verzinsung sahen wir damals schon äußerst kritisch. Die WFA-Integration war das erste Kapitel einer langen Reihe von Auseinandersetzungen mit der EU. Stichwort Beihilfeproblematik. Dass das Land nicht der direkte Ansprechpartner war, sondern der Bund, vereinfachte den Verhandlungsprozess nicht gerade. Ich erspare mir jetzt, jede einzelne Verfahren aufzuzählen. Herr Hart ist da auch schon drauf eingegangen. Die Aussage einer Dame von Seiten der EU ist, glaube ich, sehr bezeichnend und sehr präzise, wenn man die Einstellung der WestLB auf einen Punkt bringen will. Sie sagte nämlich, the WestLB story must come to an end. Drittens, viele Fehlentscheidungen wurden getroffen. Die Box-Klever-Investitionen sind hier nur ein sehr illustres Beispiel. Ein Zeuge schilderte anschaulich, dass dieses Geschäft sicherlich nicht angefasst worden wäre, wenn sich jemand bequemt hätte, mal einen TV-Leasingladen aufzusuchen, anstatt sich nur die Papiere in der Sitzung anzusehen. Man brauchte und wollte schnelle Gewinne, aber es folgten hohe und weitere Verluste. Die Bankenkrise traf natürlich auch die WestLB und führte im Endeffekt leider dazu, dass die Versuche der Bank, den Abstieg aufzuhalten, endgültig scheiterten. Weiter gab es ein zunehmendes Versagen in den Reihen der Bankvorstände. Die Kollegin Scharrenbach hatte auch schon darauf hingewiesen, auch der Kollege Zimkeit. Niemand konnte ein tragfähiges Geschäftsmodell präsentieren und erfolgreich umsetzen. Aus heutiger Perspektive scheint es so, dass die WestLB als Ganzes nicht im Fokus stand. Und letztendlich muss auch die Rolle der Politik beleuchtet werden. Vielleicht hat man sich an der einen oder anderen Stelle zu wenig oder nicht energisch genug eingebracht. Das Vertrauen war vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu groß und die Wahrnehmung der Kontroll- und Gestaltungsfunktion soll die Arbeit der Bankenvorstände, die müssen das sinnvoll ergänzen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn alle Vorgänge auch transparent auf den Tisch gelegt werden. Bei solchen Großkonzernstrukturen mit ihrer Fülle an Unterfirmierungen, Tochter- und Enkelgesellschaften ist dies aber kaum möglich. Dafür zu sorgen ist die Aufgabe des Vorstandes und liegt daher auch voll in dessen Verantwortungsbereich.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei all der späteren Privatisierungs- und Fusionsbemühungen kam die Politik dann doch noch verstärkt ins Boot. Die Eigentümer waren gefragt, nicht nur die Sparkassenverbände, sondern auch das Land, und zwar in besonderer Weise, um die Prozesse voranzutreiben. Die von den Sparkassenverbänden favorisierte Lösung einer Fusion mit der LBBW scheiterte vielleicht oder wurde nicht ernsthaft genug betrieben von der damaligen Landesregierung. Andere Fusionsgespräche waren nicht erfolgreich, weil es keine Partner für die WestLB gab. Die einen wollten nicht, wollten eher beim Untergang zuschauen. Die anderen, auch Landesbanken, waren mit eigenen Problemen beschäftigt. Manche sind noch damit beschäftigt. Einige kamen nur mit einer Finanzspritze der jeweiligen Länder wieder auf die Beine. Aber in NRW war dies angesichts der Haushaltslage nicht möglich. Und was ist das Ergebnis am Ende? Die Abwicklung und die dauerhafte Auflösung der WestLB. Und zweitens, dem Land NRW verbleibt die Förderbank NRW Bank. Daher sind die Erkenntnisse aus den Untersuchungen des Niedergangs der WestLB auch nur noch im übertragbaren Sinne zu nutzen. Das Land tut gut daran, unsere NRW Bank als wichtigstes Instrument in den Blick zu nehmen für die Förderung vom Land. Die Geschichte der WestLB wird sich nicht wiederholen. Ich glaube, das steht fest. Der ein oder andere Fehler im öffentlichen und privaten Bankensektor, so ist zu befürchten, wird sich vielleicht dann doch noch wiederholen. Aber da seien wir bitte als Politik und auch als Bürger und Bürgerinnen in Zukunft noch aufmerksamer. Der Untersuchungsauftrag, da haben die Vorredner auch schon darauf Stellung genommen, war zu groß gefasst. Wir haben nicht alle Komplexe mit erfassen können. Und der ein oder andere hätte mich sicherlich auch noch sehr interessiert, aber die Zeit reichte nicht aus. Das Erinnerungsvermögen, das haben die Kollegen auch schon gesagt, mancher Zeugen war sehr beschränkt. Manchmal lag es nicht nur an dem lang zurückliegenden Zeitraum von 1980 an, das traf auch schon kürzere Zeiträume. Wir haben jetzt in einem Bericht, der mehrheitlich getragen wird, unsere Arbeit dokumentiert. Man hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr ergänzen können, aber dazu fehlte die Zeit. Ich will mich bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen. So auf den letzten paar Metern haben wir auch gemerkt, dass Frauenpower sehr hilfreich war. Und bei dem Kollegen Hart für die wirklich konstruktive Zusammenfassung aller Ereignisse. Ja, und somit darf ich schließen. Ich nehme noch mal kurz Stellung zu dem FDP-Antrag, den wir leider so auch nicht mittragen sollen. Ich denke, man hat da, die haben da, dir einen Bärendienst erwiesen mit diesem Entschließungsantrag, privat vor Staat, das geht für uns gar nicht. Und das spiegelt auch das Standing der FDP, ihre Wahrnehmung immer wieder. Tut mir leid. Vielen Dank.